Du bist Tennistrainer und leitest eine Kinder- und Jugendgruppe. Dann kennst du das mit Sicherheit. Es gibt immer mal wieder die ein oder andere Situation, wo du als Trainer gar nicht mehr so weiter weißt. Schwierige Situationen, die Kinder verstehen sich nicht oder Kinder kommen zu spät oder die Gruppen sind unhomogen. Ja, was kann ich da machen? Auf solche Fragen möchte ich heute mit meinem Gast Timo Göbel eingehen und euch sinnvolle und nützliche Tipps geben, was ihr in diesen Situationen machen könnt und wie ihr das Ganze lösen könnt. Ich habe einen Gast heute mitgebracht, den Timo Göbel. Für jeden, der ihn noch nicht kennt. Timo, stell dich kurz vor. Hi, ja, ich bin Mannschaftskollege von Martin. Wir haben schon ein paar Videos gemacht. Wir haben zusammen Bundesliga gespielt und bin auch im Lehrteam des Hessischen Tennisverbands tätig. Und wir wollen euch heute ein paar Tipps geben. Wir haben unterschiedliche Spielstärken und im Extremfall haben wir wirklich sehr unterschiedliche Spielstärken, weil wir es nicht anders hätten einplanen können. So ist es der Alltag häufig im Vereinstennis. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich machen, wenn ich, sag mal, einen Spieler habe, der völlig heraussticht und eben drei Kinder habe, die vielleicht, oder zwei Kinder habe, die deutlich schwächer noch sind. Was kann man machen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in diesem Fall sinnvoll ist, als Trainer natürlich da sehr stark versuchen einzugreifen, also mitzuspielen. Ja, ich als Trainer kann das Spielniveau natürlich bestimmen und kann letztendlich darin gehen, dann versuchen, mit den Spielern, die etwas schwächer sind, entsprechend das Niveau nach unten zu schrauben und mit den Spielern, die eben etwas besser sind, eben schon ein bisschen weiter zu spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Timo, du hattest eine Idee bezüglich Deeskalation? Genau, man kann Deeskalationsstufen einbinden, dass ich vom Leichten zum Schweren gehe, dem einen die Aufgabe des Leichten gebe, der andere soll was Schwierigeres machen, mit vielleicht einem Zwischenstepp oder mit einer besonderen Beinarbeit. So kann ich das Level quasi individuell auf dem Platz aufteilen, unterteilen. Ich kann mit Side-Activities arbeiten, dass ich Seitenaktivitäten noch dazu gebe, um Sachen zu erlernen, die andere vielleicht noch nicht so gut können. Genau, was sich natürlich auch immer anbietet, ist aus dem Korb anzuspielen. Techniktraining, das kann im Prinzip, jedes Kind machen. Ja, also da gibt es natürlich keine Beschränkung, sage ich mal, jetzt in der Spielstärke. Ja, also das ist eine Sache, die ich machen kann. Ich kann auch Handicap-Formen machen. Das muss natürlich mit den Kindern auch kommuniziert werden. Ne? Also das, klar, sonst fragen die natürlich, warum hat derjenige einen Vorteil und ich nicht. Ne? Das ist klar, das muss man dann kommunizieren. Also man kann denjenigen, der etwas stärker schon ist, ja, sage ich mal, vielleicht einen Rückstand geben. Das kommt immer natürlich auch ein bisschen darauf an, wie stark dann die Unterschiede sind. Ja, wenn ich die Problematik habe, dass sich zwei Kinder in der Gruppe nicht verstehen, nicht harmonieren, versuche ich den Teamgedanken zu stärken, sagen, wir sind eine Gemeinschaft, wir schaffen das Ziel zusammen, wir arbeiten zusammen, wir kriegen ein gewisses Punktesystem nur dann, wenn ihr beide auch zusammen die Punkte erarbeitet. Das heißt, ihr arbeitet gegen den Trainer, das heißt, Schülerpunkte zählen zusammen und man spielt gegen den Trainer und nur wenn das funktioniert, kriegen die Kinder auch die Punkte zum Beispiel. Was würdest du jetzt machen, Timo, wenn sie sich sozial nicht verstehen? Natürlich, ne? Das gibt es natürlich auch, ja? Dass zwei Kids überhaupt nicht miteinander können. Ja, versuchen, dass man mit den beiden redet, dass man sagt, wie fühlt sich der andere? Das heißt, Fragestellung, wie komme ich mir vor, wenn du mich nicht magst und warum magst du mich nicht? Und das natürlich erarbeiten, wie man das hinkriegt und sonst auch mit den Eltern mal sprechen. Ja. Und versuchen, das neben dem Platz dann vielleicht zu klären. Sollte ich da vielleicht auch ein Gespräch mit beiden zusammen gleichzeitig suchen oder würdest du mit jedem vielleicht einzeln sprechen? Ich würde erstmal das Einzelgespräch suchen und fragen, warum es so ist. Und dann kann man die beiden natürlich zusammenholen. Und ist immer sehr individuell, ne? Das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Es kommt dann immer auf die Situation, die Kinder an. Aber wichtig ist Kommunikation, ist Ansprechen. Genau, einfach so laufen lassen wird wahrscheinlich dann... Führt nicht zum Erfolg. Wann sollte ich eine Gruppe jemanden trennen, wenn es wirklich so nicht geht? Ja, das heißt, wenn kein Lernfortschritt mehr erzielt werden kann oder wenn die andere Gruppe oder der Rest der Gruppe so dermaßen gehemmt wird, dass keine Übung mehr möglich ist, dann muss ich mit den Eltern reden, muss sagen, ich muss die Kinder trennen. Wir versuchen es in einer anderen Konstellation, dann ist es nicht mehr möglich. Genau, denn das Wichtigste ist ja, dass die Trainingsqualität und andere Kinder darunter nicht leiden. Korrekt.
Ja, das ist ein sehr sensibles Thema, muss ich sagen. Ich fange da mal mit einem Beispiel an. Hatte jetzt neulich mal eine Anfrage von einem Spieler, der ja Richtung oder davon träumt, Profi zu werden, und hat mich angeschrieben und wollte eine Trainerstunde haben, beziehungsweise die Mutter hatte mich angeschrieben. Und da haben wir die erste Stunde gemacht, und was ist passiert? Die Mutter ist mit auf den Platz gekommen und wollte sich natürlich das Training angucken, direkt von der Bank. Da habe ich sie leider etwas ausgebremst und habe gesagt, auf dem Tennisplatz möchte ich gerne alleine als Trainer arbeiten mit dem Kind. Und das ist unheimlich wichtig. Auf dem Tennisplatz haben eigentlich die Eltern aus meiner Sicht nichts zu suchen, und das solltet ihr eigentlich auch versuchen durchzuziehen. Timo, du hast da auch noch was zu ergänzen. Ja, also ich versuche es immer im Vorfeld zu klären, dass man die Rahmenbedingungen eines Trainings mit den Eltern auch bespricht und mit den Kindern. Das möchte ich, so möchte ich arbeiten, und nur unter diesen Bedingungen kann ich so arbeiten. Und wenn es zu so einer Situation kommt, muss man das dann, ich nenne es einfach mal off-court, klären, nicht auf dem Platz und nicht mit dem Kind besprechen, und muss sagen, okay, das biete ich euch an, wollt ihr da mitmachen oder nicht. Ja, das muss vorher im Vorfeld eigentlich geklärt werden. Genau. Ja, auch ein Thema, was relativ häufig ich schon im Training erlebt habe. Vielleicht die ein oder andere Spezi, der wirklich immer 5 Minuten zu spät kommt. Was kann ich da machen als Trainer? Ich finde eigentlich immer, man muss abwägen, erstmal das Gespräch natürlich zu suchen. Warum kommst du zu spät? Und dann muss man schauen, wo die Gründe darin liegen. Also die Gründe können ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel die Eltern zu spät losfahren, wenn das Kind von den Eltern teilgebracht wird. Es kann auch sein, dass das Kind selbstständig zum Training kommt und letztendlich einfach das Ganze nicht so genau nimmt und zu spät losfährt. Ja, das sind 2 Möglichkeiten. Das muss ich erstmal versuchen zu erörtern. Danach, im Anschluss, Timo? Ja, also wenn ich das erörtert habe, warum, dann muss man eine Sanktion natürlich aussprechen, muss sagen, okay, es beginnt pünktlich. Ich kann das mit Strafen, ich kann das mit Zusatzaufgaben, mit Pflichten. Wenn das alles nichts bringt, das Kind immer zu spät kommt, dann muss ich ihn über die Konsequenzen aufklären, muss sagen, wenn das permanent so ist, dann kannst du am Training nicht teilnehmen, weil wir beginnen pünktlich und wir enden zusammen. Das heißt, wir beginnen zusammen, wir enden zusammen. Wenn du das Ganze nicht mitmachst, dann kannst du in dem Trainingsbetrieb nicht mitmachen. Hat es natürlich andere Gründe, dass es zu spät kommt, weil es vorher einen Termin hat und es ist bekannt, dass er immer 5 Minuten zu spät kommt. Ja, auch wieder eine Sache, die muss man individuell klären. Auch da, das Beste ist sprechen, reden. Und dann muss man natürlich trotzdem an seinen Regeln festhalten, die ich mir selbst setze. Ganz genau. Und wenn ihr die Regeln natürlich zum Beispiel habt, dass sich eben, bevor man auf den Tennisplatz geht, sich warm gemacht wird, dann ist das Kind natürlich nicht davon entbunden, nur weil es 5 Minuten zu spät kommt. Weil es könnte natürlich auch sein, dass das Kind es mit Absicht macht, um eben dem Aufwärmen, was es nicht so gerne mag, zu umgehen. Und das dürft ihr natürlich nicht zulassen. Gefällt dir mein Video? Dann werf einen Blick in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Ja, wir haben die Situation, Kinder benehmen sich auf dem Platz schlecht, fluchen laut, schmeißen Schläger, treten gegen einen Mülleimer, schießen Bälle weg. So war ich früher auch übrigens. Ja, tatsächlich. Das kann ich mir vorstellen. Dann muss ich natürlich auch da meine Regeln durchsetzen. Das heißt, ich muss dann laut werden, wenn es gefährlich wird. Das heißt, wenn andere verletzt, gefährdet werden, dann muss ich das sofort unterbinden. Muss sagen, bis hierhin und nicht weiter. Alle anderen Dinge muss man versuchen, möglichst früh im Keime zu ersticken. Muss Regeln aufzeigen, die gehen, das geht nicht, Goes und No-Goes. Und wenn das so weit ist, dass andere gefährdet werden, muss man es sofort unterbrechen. Klar, wenn die anderen gefährdet werden, auf jeden Fall. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde es gar nicht schlecht, mal ein paar Emotionen auch zuzulassen als Trainer. Ich habe zum Beispiel viele Trainingsgruppen, wo ich mir gerne mal wünschen würde, ja, dass ein bisschen was passiert, ja, weil einfach nur introvertiert mit Kopf nach unten immer nur von A nach B gelaufen wird. Da ist es manchmal auch gar nicht schlecht, vielleicht auch mal ein paar Emotionen zuzulassen als Trainer. Also ich finde, man sollte es nicht zu strikt machen. Ja? Also ich meine, klar, Schläger werfen und so weiter, das muss absolut nicht sein. Aber mal fluchen, mal Emotionen zeigen, aber im Gegenzug natürlich auch positive Emotionen zuzulassen und auch zu sagen, hey, feuer dich mal an, aber gleichzeitig eben halt auch mal, sicherlich auch mal Dampf abzulassen, ist jetzt, sage ich mal, nicht so das Verkehrteste. Ja, zu dem Thema ein kleines Beispiel. Ich habe eine Vierergruppe, 3 Kids bewegen sich sehr, sehr gut, ein Kind hat nicht so wirklich Bock, sich zu bewegen, weil zu anstrengend.
kommt auch nicht ganz so selten vor und stellt einen natürlich als Trainer vor eine Herausforderung. Denn ja, wie schaffe ich es jetzt, dass sich eben doch dieses eine Kind eben bewegt? Wichtig ist, dass ihr die Vor- und Nachteile natürlich der Bewegung im Tennis dem Kind erklärt und klar macht, welchen Vorteil es hat, eben nicht nur so auf den Ball zu warten, sondern in Bewegung auf den Ball zu warten. Ganz wichtig, ja, wenn ich mich schlecht bewege, werde ich häufig nicht die optimale Stellung zum Ball erreichen und somit natürlich auch mehr Fehler machen. Was man nutzen kann, man kann heutzutage natürlich auch die Medien nutzen. Das heißt, ich kann mir bei YouTube eine Spielsequenz raussuchen und kann dem Kind mal die verschiedenen Beinarbeiten, die Dynamik, die Split-Steps, die Überkreuzschritte zeigen und dann erklären, wenn ich besser werden will, auf einem gewissen Level spielen möchte, dann geht das nur so. Oder man spielt als Trainer einfach mal ein bisschen schneller und zügiger. Das kann man dem Kind dann auch erklären, okay, so kommst du da nicht hin. Genau. Wenn ein Kind natürlich in einer Gruppe unterfordert ist, neigt es vielleicht dazu, sich nicht so zu bewegen. Aber man muss erklären, wenn du besser werden willst, ist das essentiell wichtig. Genau, gerade wie es Timo auch gesagt hat, gerade wenn das Spieltempo eben dann irgendwann schneller wird, dann reicht es eben nicht, sich nur zu stellen und zu warten auf den Ball, sondern dann, spätestens dann, ist eben die permanente Bewegung essentiell erforderlich, um dort mithalten zu können. Und deswegen ganz wichtig, dann zu vermitteln, wie es letztendlich gehen sollte. Ja, wenn ich unmotivierte Kinder habe, die nicht das machen wollen, was ich gern möchte, dann hinterfrage ich erstmal meine Aufgabenstellung. Ist die zielgerecht? Kann das Kind das überhaupt schaffen? Und die Eigenmotivation des Kindes ist natürlich auch wichtig. Möchte das Kind überhaupt mehr erreichen? Wenn ein Kind zu mir kommt und möchte einfach ein paar Bälle schlagen und möchte gar nicht mehr, ist es für mich als Trainer natürlich schwer, das zu erreichen. Das heißt, ich muss gucken, auf welcher Wellenlänge befinde ich mich auch mit dem Kind. Also möchte ich vielleicht als Trainer mehr als das Kind? Wichtig ist da zu klären, was für eine Motivation hat das Kind und warum ist das Kind überhaupt da? Was natürlich ganz wichtig ist bei der Geschichte, ist euer Auftreten natürlich auch als Trainer. Ihr müsst als Vorbildfunktion natürlich dienen. Wenn ich als Trainer genauso unmotiviert über den Platz laufe, dann wird das Kind sicherlich auch keine Motivation haben. Was sorgt für Motivation? Natürlich auch Erfolgserlebnisse. Das heißt, versucht eure Übungen so aufzubauen, dass das Kind, was relativ unmotiviert daherkommt, Erfolgserlebnisse hat. Ja, und dadurch hin könnt ihr es vielleicht schaffen, das Kind letztendlich zu motivieren, Gespräche suchen, wie es Timo gerade gesagt hat, wichtig in dem Fall. Ja, da ist wichtig dann der Aufbau von leicht zu schwer. Das heißt, nicht mit dem Schweren beginnen, sondern mit dem leichten Erfolgserlebnis und dann steigern, nicht überfordern. Häufig stellt sich die Frage, welche Bälle nehme ich natürlich für die Kinder und wann sollte ich in die nächste Stufe im Play-and-Stay-Konzept gehen? Wann sollte ich mit den Kindern vom Kleinfeld ins Mittelfeld wechseln oder eben vom Mittelfeld ins Großfeld? Timo ist unser Play-and-Stay-Experte, deswegen das Wort an ihn. Ja, also Empfehlungen gibt es altersbedingt. Das heißt, ich sollte im Alter von 6, 7 Jahren sollte ich mich oder kleiner sollte ich mich im roten Bereich, das heißt mit dem kleinen Feld beschäftigen. 7 bis 8 sollte ich dann in den orangenen Bereich wechseln und 9, 10 Jahre dann im grünen Bereich, das heißt dann auf das Großfeld. Auch da ist es wichtig, es gibt keinen, ich spiele nur hier und da. Wir empfehlen immer, dass man die Stufen auch wechselt. Das heißt, ich wechsle von orange mal zu rot, wieder zurück zu rot, mal zu grün und baue das unterschiedlich ein, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, sich in den verschiedenen Stufen zu bewegen. Ziel des Ganzen ist es, dass ich mich auf das Grundlinienspiel vorbereite und altersgerecht in diesem Bereich bewege, wo die Bälle empfohlen sind, wo die Feldmaße empfohlen sind. Und auch da würde ich immer im orangenen und grünen Bereich auf jeden Fall das Feld seitlich einrücken, sodass ich nicht das ganze Feld habe, sondern auch diese 91,4 von der Einzellinie weg, damit das Feld nicht zu groß wird und die Laufwege zu weit werden. Jetzt haben wir folgende Situation, Timo. Es wird, ein Kind fängt relativ spät an, hat technisch noch sehr viel Nachholbedarf und ist eigentlich, von seiner Spielstärke eher im, Stage-1-Bereich, Stage-2-Bereich, sagen wir mal. Und ist jetzt aber vom Alter her schon so alt, dass er zum Beispiel bei Kreismeisterschaften oder Vereinsmeisterschaften im Großfeld spielen müsste, mit den normalen Bällen, ja. Was würdest du da versuchen zu machen? Das Kind möchte unbedingt mitspielen, ist aber eigentlich völlig überfordert aufgrund
der Distanzen aufgrund der Bälle? Na, ich muss die technischen Voraussetzungen erstmal schaffen. Das heißt, dass das Kind im Großfeld spielfähig ist. Und die kann ich eigentlich nur über die anderen Stufen mir holen. Das heißt, ich gehe gerne auch mal zurück auf einen roten Ball, der langsamer ist, wo ich die Rotation des Balles sehe, um dann auch technisch nochmal zu arbeiten. Und bin der Meinung, dass was man im kleinen Feld kann, kann man dann auch im großen Feld. Ne, der Absprung ist etwas langsamer, ich habe mehr Zeit. Und wenn ich technisch in den anderen Stufen wachse, bin ich dann irgendwann auch bereit. Auch das Thema Aufschlag ist wichtig. Ne? Ja. Sollte ich anfangen, mit 7 Jahren den Aufschlag zu erlernen, sollte mit 8 oder 9 Jahren ihn auf jeden Fall festigen. Und ab 10 Jahre ist das dann ein Muss. Oft wird viel zu spät mit dem Aufschlag begonnen. Genau, hier ist ja auch ein bisschen dann der Trainer gefragt, natürlich das Kind daraufhin auch vorzubereiten, dass es eben halt auch Wettkampf machen kann, ne? Wettkampfspiele machen kann. Ne? Häufig, wie du sagst, kommt der Aufschlag zu kurz zum Beispiel, ne? Und dann steht man dann im Spiel und weiß eben noch nicht von der Distanz her, wie spiele ich einen Ball dann rein. Und wichtig ist nicht, die Kinder wollen immer Großfeld spielen und immer harte Bälle und immer draufhauen. Genau, die Situation habe ich auch häufig, dass, dass denn die Kids kommen. Ich komme als Trainer dann mit den orangenen Bällen und die Kids sagen, mit meinem Vater habe ich aber letzte Woche hier mit den Großen da gespielt. Warum müssen wir denn den Schiss jetzt auch noch machen? Ja, weil ihr besser werden wollt, weil wir uns steigern wollen, dass ihr mit den großen Bällen noch viel besser spielt. Ja. Also man muss da so eine kleine Story schaffen, warum ich das mache, um dann Großfeld zu spielen, damit es auch dann geeignet ist. Ja. Ja. Bei Erwachsenen ist das nicht so das Problem. Ich habe häufig dann auch Anfänger, denen ich dann da erkläre, warum wir eben mit anderen Bällen spielen. Klar, da ist das Verständnis natürlich deutlich größer als jetzt im Kinder- und Jugendbereich. Ja, das waren die möglichen Probleme für den Kinder- und Jugendbereich, für das Kinder- und Jugendtennis. Mögliche Probleme und mögliche Lösungen, mögliche Lösungsansätze für euch. Habt ihr ähnliche Probleme, dann lasst es mich gerne wissen. Hier in den Comments könnt ihr gerne eure Frage stellen, könnt auch eure Frage gerne an Timo stellen. Und wir beide machen jetzt für die nächsten 2-3 Wochen nochmal 2 schöne Tennisvideos. Und beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich auch wieder dabei. In dem Sinne, bis dahin, euer Martin und Timo, ciao. Bis dahin, ciao.